Das war nicht so cool. Was planst du mit den anderen, Jacopo? Gute Frage. Verfolge ich ihn über die Dächer. Gibt es denn jetzt dazu? Jesus! Gut. Ja, ich sehe ihn doch noch. Ja, da kam eine Leiche runter. Das ist natürlich... Ich soll den jetzt verfolgen, ne? Oder soll ich den abstechen wegen diesem roten Ziel da? Hier gibt es natürlich keine Kurtisanen. Buonasera. Hopp, 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 hopp. Okay, jetzt muss ich... Da gibt es einen Weg runter. So. Gut, das hätten wir. Da ist er. Dein Brief erwähnte Venedig. Sind die Templer auch dort? Oh. Ihr könnt mich nicht sehen, ich bin unsichtbar. Ist eigentlich keine blöde Idee, einfach so sich hinter so einem Baum zu stellen hier. So. Das Problem ist nur, jetzt ist das hier offenes Gelände. Das heißt, ich muss von Baum zu Baum laufen. Okay, was kann ich da hinten anheuern? Diebe? Ah, okay, die gehen da mit. Was bringt denn die Diebesgilde hier überhaupt? Kann die? Heuer ich einfach mal an. Warte aus dem Süden, mir nach. Jawohl, hat Spaß. So, der wird weggelockt. Hier ist irgendwo noch ein Symbol. Wie viele Männer sind für meines Vaters Tod verantwortlich? Ich kenne. Das Treffen belauschen. Ganz unauffällig stehe ich da oben drauf. Alles klar, belauschen wir sie. Es tut mir leid, Maestro. Ich tat alles, was ich konnte. Doch der Assassine ist zu stark. Anscheinend. Sonst wären die anderen mit dir hier. Ganz zu schweigen davon, dass Florenz in den Händen der Medici bleibt. Das ist Francescos Fehler. Seine Ungeduld machte ihn unachtsam. Ich versuchte die Stimme der Vernunft. Wohl eher die Stimme eines Feiglings. Ihr habt gut reden, Signor Barbarigo. Hättet ihr uns gute Waffen statt dieses Mülls geschickt, den ihr Venezianer Waffen nennt? Wir haben eurer Familie vertraut und ihr entlohnt uns mit Untätigkeit und Inkompetenz? Und wenn ihr eure Fehler erklären sollt, habt ihr nur Entschuldigungen und Beleidigungen? Wie soll ich darauf reagieren? Ich weiß es nicht. Schon gut. Aber ich... Nein! Bitte! Nicht! Bitte nicht! Alter, wie er da gerade rumgespritzt hat mit dem Blut. Flatsch, flatsch.
Hui, nochmal. So eine kleine Fontäne. Ich kann das klären. Nur verschont mich. Weit kommt er eh nicht. Nein. Schnipp, schnapp. Fett einmal durch den Schädel durch, aber warum ohne Ton? Tut mir leid, dass ich eure Beute erledigt habe. Assassine. Warum ist das Ganze ohne Ton gerade? Ich glaubte, ich würde nicht erwarten, dass sie uns folgt. Dass ich es nicht plante? Wir spielen dieses Spiel schon länger als ihr. Tötet ihn. Nee, daraus fährt, glaube ich, nichts. Nur, was euch befohlen wurde. Wenn ihr mich gehen lasst, verschone ich eure Leben. Ha, hört euch! Ha, hört euch das! Zack, Nummer 1 hier gleich. Erstmal den Dicken hier. Der war ja keine große Herausforderung. So, der ist erledigt. Und... Oh ja. Frechheit. Oh verdammt. Ja, das Kontern kriege ich noch nicht ganz so gut hin mit den Klingen. Scheiße. Jawohl, wieder mein Lieblingsding hier. Interagieren. Zack. Leider durch den Baum verdeckt, aber wir haben ihn. Ohne Angst, ohne Last. Requiesca in pace. Und wieder einer weniger auf der Liste und ein paar andere Leichen liegen hier noch rum. Oh, und wir haben das Symbol entdeckt, geil. Die Glyphe hier. Irgendetwas war da oben. Irgendetwas, das schon lange dort lag. Alles klar, nächstes Rätsel. Apollo, wahrscheinlich Mondmission, oder? Jawohl, der Mond. Okay. Hä? Hä? Nee. Hä? Was soll ich denn hier jetzt finden? Ich kann das nicht lesen, was da steht. Also. Hä? Was wollen die denn von mir hier? Finde den Adler. Achso, finde den Adler. Den Adler? Nee, okay. Wo zur Hölle ist hier ein Adler? Von der Mondlandung die Geschichte oder was? Alter, bin ich dumm? Bin ich dumm hier irgendwie? Ich finde das nicht. Nee. Ich sehe hier gar nichts. Nee, das ist nur auf meinem Bildschirm. Gut. Bin ich jetzt irgendwie doof? Ich finde da nichts. Was soll ich denn hier finden? Oh, komm, fick dich.
Das ist mir jetzt zu blöd. Ich habe die Glyphe gefunden. Der Rest kommt später. Sequenz 5 ist beendet. Rätselmeistern später. Ach ja. Animus Steuerungssystem. Ich unterbreche die Aufnahme während des Ladeprozesses. Bis gleich. So, Laden ist vorbei. Das dauert eigentlich gar nicht so lange. Das könnte ich auch ganz einfach durchlaufen lassen, aber trotzdem. Und wir sind wieder in Florenz. Diesmal 1480. Wieder 4 Jahre später. Ne, 2 glaube ich wieder. So, und wenn ich das richtig sehe, ist das hier unser Haus? Ah! Alles klar. Die Pazzi sind tot. Jeder einzelne von ihnen. Ich muss zugeben, ich hätte nie gedacht, dass ich mir den Tod anderer so wünschen könnte. Ich auch nicht. Ezio, ich danke euch für eure Hilfe, meinen Traum noch länger am Leben zu erhalten. Es war mir eine Ehre, Signore. Was werdet ihr nun tun, mein Sohn? Es gibt noch andere, die ich finden muss, Signore. Und die graben ihre Klauen bereits ins Herz Venedigs. No. La bella Venezia. Dann muss euch euer Weg dorthin führen, Ezio. Bevor ihr geht, hier ist etwas für euch. Ein Geschenk. Oh, cool. Wahrscheinlich. Die identifiziert euch als Freund der Medici. Ah, geil. Solange ihr ihn tragt, werden euch die Stadtwachen mehr verzeihen. Aber seid gewarnt, er bietet euch keine Immunität vor dem Gesetz. Schick, schick. Neuen Umhang. Das Glück möge eure Klinge bevorzugen. Damit wir mehr Immunität hier haben, praktisch. Den Medici-Umhang. Oh, cool, können wir plündern. Lässt sie für Medici-Wachen dauerhaft anonym sein. Geil. So. Was ist denn unser Ziel hier überhaupt? Florenz? Ah, Leonardo mal wieder. Statten wir ihm mal wieder einen Besuch ab. Nun gut. Machen wir das. Aber bevor ich die nächste Hauptmission annehme, werde ich noch einmal nach Dings da, gen Heimat reisen. Wegen, weil Upgrades, sag ich mal, die Stadt aufbessern, schöner machen. Aus dem Weg! Was genau hat diesen Oh, voll daneben. Alter, wo ist das denn? Ach da, ja. Ich glaube zumindest, dass das wieder Leonardo sein dürfte. Und ich glaube, es gibt neue Rüstung und so. Erstmal zurück. Alles reparieren. Rüstung, jawohl, Metall. Waffen. Streitkolben, Krummsäbel, jawohl. Auch nicht schlecht, Totschläger. Ich kaufe mir sowieso alle, aber ich denke mal, das Offizierschwert werde ich mir zuerst gönnen. Was gibt's denn an kleinen Waffen? Das hat ordentlich Tempo. Geil, so Kampfhandschuhe. Auch nicht schlecht. Nein, kaufe ich mir alles in Monteregioni. Entschuldigung. Leonardo. Leon. Oh, er macht nicht auf. Piace, Messere, aber er ist fort. Maestro Leonardo wurde von einem venezianischen Adligen für einige Porträts kommissioniert. Er hat genug bezahlt, um die ganze Werkstatt nach Venedig zu bringen. Eine fantastische Gelegenheit. Grazie, nicht schlecht. Dann ist er wenigstens auch schon in Valencia, hätte ich fast gesagt, in Venedig. So, wie gesagt, erstmal geht's jetzt nach Monteregioni. In die Villa. Va bene. Ja, ich weiß nicht, was das...